In unserem Land ist jeder willkommen, sei es als Tourist, als Arbeiter. Den Fremden sollten wir auf alle Fälle immer akzeptieren. Etwas anderes ist es, wenn er in unserem Land bleiben will, wenn er das Bürgerrecht beantragt. Dann muss er sich auf irgendeine Art anpassen. Er muss sich assimilieren. Wie schon ein früherer Fremdenpolizeichef geschrieben hat: Wir glauben, dass die Assimilation jener Zustand ist, bei welchem der bei uns anwesende Ausländer nicht mehr auffällt. Nennen Sie mir ein paar Eigenschaften, die wir bei einem Ausländer voraussetzen müssen, damit der Bürger von unserem Land werden kann. Wie muss er sein? Neutral. Fleissig. Ja. Solid. Solid. Zum Beispiel. Bescheiden. Charakterfest. Gut. Das geht gerade das CH. Senkrecht. Zuverlässig. Zuverlässig. Richtig. Wacker. Einfach. Einfach. Jawohl. Integer. Gut. Ehrlich. Ehrlich und zuverlässig. Was können Sie mir sonst noch nennen? Reich. Ja. Wir legen zwar grossen Wert auf ein regelmäßiges Einkommen, aber ich glaube, reich wäre doch ein bisschen einseitig. Willig. Willig. Er kann und soll willig sein. Aber es gibt noch zwei wichtigere Begriffe. Wehrhaft und realistisch. Sie sehen, diese Eigenschaften muss der Ausländer zuerst mal unter Beweis stellen, bevor er von sich behaupten darf, ich bin Schweizer. Sie können... Nein, das dürfen Sie nicht vergessen. Ein Anspruch auf Einbürgerung hat ein Ausländer nie. Merken Sie sich das. Erleichtert ihm längs. Die nächste rechts, wir fahren die Feldstrasse. Wieso in die Feldstrasse? Zum Grimoli. Ja, wir sind erst auf die 8 Jahre gemeldet. Bin. Dann mal etwas früher. Schadet auch nicht. Das dürfte aber nicht mehr passieren. Ein bisschen Gefühlfischer. Grazie, Papa. Wegen gestern Abend in Zukunft wieder vorher abgesprochen, wenn man ein Kandidatsgespräch führt. Das ist uns da ein kleines Krautwischer. Ja, aber es war doch eine ganz natürliche, offene Unterhaltung. Unterhaltung? Eben, das braucht es nicht. Wenn ein Schweizer wird, das ist eine Messensfrage. Das bedingt auch ganz präzise Fragen. Damit die Antworten richtig beurteilt werden können. Und nicht einfach so ein blaues Stündchen. Ich habe gedacht, wenn wir schon zu früh kommen, oder? So wie ein Überfall. Wenn es nach mir ging, müssten wir immer unangemeldet kommen. Es ist ja manchmal richtig peinlich, was da für ein Theater vorgespielt wird. Aber ich finde, mit ein bisschen Gespür merkt man nämlich auch, dass... Mit Gespür kommen Sie da nicht weiter. Tatsachen zählen, die Fakten. Ich glaube, man soll wieder mal den Herrn Wiro zitieren. Der Ausländer soll deshalb auch begreifen, dass in unserem Land sozusagen jeder Lebensbereich durch irgendein Gesetz, eine Verordnung oder Vorschrift geregelt ist und dass er sich daran zu halten hat, auch wenn es nur darum geht, im Tram aufzuschließen, keine Wäsche an das Fenster zu hängen, dem Arbeitskollegen nicht ohne fremdenpolizeiliche Bewilligung die Haare zu schneiden, nicht im Bahnhof herumzustehen, Postleitzahlen anzubringen, Trambillette nicht auf die Straße zu werfen, in der Bahn nicht zu rauchen, wo dies untersagt ist, die Fußgängerstreifen zu benutzen und keine Äpfel zu stehlen. Wenn Sie mal 20 Jahre dabei sind, wird Ihnen das sicher einmal geläufiger. Um 4 Uhr gehen Sie auf Bergstrasse 12, dort hat Wackelitsch früher gewohnt. Dann gehen Sie zweiten Stock zu Frau Galli. Sie weiß Bescheid, dass Sie kommen. Ich habe Ihnen einen Fragebogen zusammengestellt. Das ist Ihr erster Einsatz. Die Antworten können Sie zum Teil einfach mit Kreuzchen anzeichnen.
Sie sind sicher der Herr Fischer von der Kantonspolizei. Ich weiß schon Bescheid, bitte kommen Sie hier. Es handelt sich um Fräulein Bakulic. Ich gebe Ihnen natürlich gerne Auskunft. Ich habe schon Herrn Bobmann gesagt, man kann nicht genug herumfragen und in Erfahrung bringen, wenn einer unbedingt Schweizer werden will. Ja, das hat ja immer einen Grund. Das bringt ja auch ein paar ganz schöne Vorteile. Finden Sie nicht auch? Nur schon die Steuern. Ja, und dann die Sicherheit auf allen Ebenen. Auf jeden Fall ist noch keinem Stein aus der Krone gefallen, wenn er sich ein bisschen anpassen und dann die sogenannten Künstler. Man stimmt es ja nur so, als ob es Künstler wären. Die muss man ja besonders unter Flug benehmen. Auch das Fräulein Bakulic, ich meine, Tänzerin, so gewissermaßen aus der Reihe tanzen. Ja, wie meinen Sie das? Schauen Sie nur ein Beispiel. Wir haben da alle im Haus in der Küche die ganz normalen weißen Vorhang. So ein bisschen einheitlich. Ja, eben, dass es auch von außen ein bisschen Gaudi gemacht. Aber das Fräulein Bakulic hat die ganze Zeit, wo sie da gewohnt hat, keinen Vorhang in der Küche gehabt. Ein schwarzes Loch. Dabei wäre das doch keine Sache gewesen. Aber eben, genau das gleiche mit der Kehrichtsäcke. Die Grauen. Wir haben hier im Haus alle die Grauen. Aber das Fräulein Bakulic, extra Wurst. Aufs Teufels Willen, immer hat sie einen braunen Sack vor das Haus gestellt. Ein braunen Sack? Aha. Immer einen braunen Sack, wie aufs Zeigen. Also einfach immer einen braunen Sack. Einmal habe ich sie zur Rede gestellt. Frau Baum von oben, sie ist zufällig auch dabei. Sie? Sie ist uns noch frech gekommen. Ihre Sack ginge mich gar nicht an und so. Aber eben Jugoslawin, was haben Sie da anders erwartet? Und ständig Besuch, Ausländer. Wie in einem Hotel. Sie meinen Angehörige, oder? Ja, so Typen. Männer. Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt Männer gewesen sind. Ja, haben Sie die Leute überhaupt alle gesehen? Ja, weil ich so zufällig im Steghaus war. Aber die haben immer so geredet, dass man sie nicht versteht, Fremdsprachen. Alles Mögliche. Und ich müsste mich sehr täuschen, wenn ich nicht einmal Russisch gehört habe. Russisch? Also irgendetwas Östliches war es. Ungewohnt auf alle Fälle. Und einmal hat sie einen Japaner heimgebracht. Also einen Japaner. Doch, das war ein Japaner gewesen. So schwarzes Haar und Augen. So ja, typisch. Ja. Also ich habe Herrgott gedankt, wo sie ausgezogen ist. Jetzt wohnt ein junger Herr in der Wohnung. Der arbeitet beim Bankverein in Basel. Immer nett und anständig. Als er eingezogen ist, habe ich zu Frau Baumer gesagt, jetzt wüssten wir endlich wieder, wo wir sind. Internationales Haus, hm? Ja, solange sie sich anständig aufführen. Das ist sie. Da oben wohnen sie. Da oben, da oben. Immerhin Vorhang an den Fenster. Gibt auch schon einen Anhaltspunkt. Ich kann eben da oben. Manchmal kommt man da nicht drum. Wo die sind, scheisse jetzt alles voll. Haben Sie Zeit aufgeschrieben? Affenzeit. Wenn die Wappelitsch aus dem Haus rausgekommen ist. Aha, was ist das etwa gewesen? Ja, so um die halbe vier rum, hä? Was heisst um die halbe vier rum? So schleiche ich jetzt eben Fehler ein. 15.33 Uhr war. Muss ich ja schreiben, dass sie hübsch ist? Äußerlichkeiten sind nicht entscheidend. Wann ist der Gotthardtunnel eröffnet worden? 1884. Falsch, 1882. Zwei Jahre daneben, das müsst ihr regieren. Die ist gut. Welcher Berg ist nach einem Schweizer General benannt? Tüfelspitze. Du bist ja eine Musterschülerin. Haha. Kommt er eigentlich zu dir heim? Ja, was hast du denn gedacht? Dann könnte ich doch auch in einem Kaffee ausfragen oder da in der Garderobe.
Grüezi, Fräulein Wakulic. Grüezi miteinander. Bottmer ist mein Name, der ist der Fischer. Bitte kommen Sie hier. Darf ich Sie bitten? Oh, schön haben Sie es da. Ihr Nachbar, ist das der Hauswart? Ja, aber wenn Sie nicht Platz nehmen. Merci. Herr Fischer. Ja. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ich habe Bier. Okay, oder... Danke. Im Dienst trinke ich mir keinen Alkohol. Und das Mineralwasser? Ja, warum nicht? Sie auch. Würden Sie bitte noch Ihre Schulzeugnis und Sparbüchle mitbringen? Wie bitte? Entschuldigung. Ja, Schulzeugnis und Sparbüchle. Sie haben doch sicher ein Sparbüchle. Ah ja, natürlich. Ja, dort hat er eben gerne mal reingeschaut. Das ist wichtig, Fischer. Wenn der Antragsteller nicht gespart hat, ist die ganze Übung für Katz. Ist das Ihr Vater? Ja. Lebt er in der Schweiz? Ja, zu Chur. Schon lang? Seit dem Krieg. Er war Kriegsgefangener in Deutschland und dann in die Schweiz geflüchtet. Und Ihre Mutter? Ist auch zu Chur, zusammen mit meinem Vater. Trinken Sie nicht? Im Moment nicht. Musik stört dich, oder? Aha. Ja, vielleicht ist es besser. Oh, Entschuldigung. Frau Wakulic, Sie wissen, wir sollten etwas Auskunft über Sie haben. Das ist ja gewissermaßen eine Routinesache. Trotzdem wären wir froh, wenn Sie uns präzise Angaben machen könnten. Ja, so ein Bürgerrecht ist ja schließlich für das ganze Leben. Tja. Im Rechnen sind Sie anscheinend kein Genie. Wären Sie irgendwie ein Abschlusszeugnis oder ein Berufsausweis? Ich tanze. Tanzen ist mein Beruf, das habe ich gelernt. Und am Tag? Haben wir Training und Probe. Wie sehen Sie so Ihre Zukunft? Wie meinen Sie? Ein Kind. Ein Kind? In meinem Beruf habe ich nicht einmal Zeit, um darüber nachzudenken. Das würde ich Ihnen aber empfehlen. Eine Familie, ein Heim. Jeder braucht eine gewisse Sicherheit im Leben. Besonders Sie als Frau. Ja, vielleicht haben Sie recht. Sie sind also 3 Jahre in Luzern gewesen. Und dann sind Sie auf Zürich gekommen, an die Bergstrasse. Jawohl, für 2 Jahre. Haben Sie sich da wohlgefühlt? Sehr. Wieso meinen Sie? Wir sehen es nicht gerne, wenn die Leute so viel rumzügeln. Ja, das Rumzügeln, das sollte jeder wissen, wo er hingehört. Sie wollen also jetzt in Zürich bleiben? Schon, ja. Darf ich? Ja, ja, bitte, bitte. Frau Wakulic, noch kurz. Wie verbringen Sie so Ihre Freizeit? Sie sind ja schließlich nicht 24 Stunden im Theater. Fast. Viel Zeit bleibt mir eigentlich nicht. Aber ich spiele gerne Schach. Meistens mit mir selber. Oder auch Film. Film sehe ich gerne. Die haben auch noch tanzen können. 8 Mal habe ich gesehen. Einmal sogar 2 Mal hintereinander, ohne Unterbruch. Sie sind sicher Platten davon, oder? Ja, natürlich. Sie, die sollten wir jetzt hören können. Das Wort auch. Wir wollen Frau Wakulic nicht länger aufhalten als unbedingt nötig. Ihre letzte Krankheit. Bitte? Ich meine, wann haben Sie Ihre letzte ansteckende Krankheit gehabt? Das war... Also, Sie meinen nicht Fieber oder so? Nein, nein. Ansteckende Krankheit. Wie sie so vorkommt? Ja, Grippe. Ja, nur Grippe? Oder auch mal etwas Gefährliches?